alles zum Thema, was ihr braucht, zum Thema Earl Grey mitgebracht. So, so sieht es nämlich aus. Und dazu kriegt ihr jetzt auch hier direkt einmal mal alles, was ihr zu Earl Grey braucht. Und dementsprechend fangen wir an. Als allererstes habe ich hier für euch die ultimative Teedose. Ja, die ultimative Teedose für Earl Grey. Ich hole die mal aus der Packung raus, damit sie nicht ganz so krass. So, die ultimative Teedose. Wie man sehen kann, ganz klar an Star Trek angelehnt, an den guten Jean-Luc Picard, der sein Earl Grey am liebsten hot getrunken hat. Dies ist eine, ja, in dem Sinne simple Aufbewahrungsdose, Weißblechdose, in dem ihr euren Tee aufbewahren könnt. Die allerdings ganz wunderbar verziert ist mit allem, die erst so richtig zum Star Trek-Element macht. Und zwar natürlich ganz vorne drauf, der klassische Spruch, den man halt kennt, Tea Earl Grey Hot. Aber es sind auch viele kleine Details drauf. Hier auf der Seite haben wir dann, ich mach das hier vorne. Hier an der Seite haben wir dann halt die Einstellung drauf, ne? Also Alkohol-Setting. Es ist nicht Synthanol, Ethanol kann man nehmen. Ne? Braucht ja auch dann erstmal die Freigabe für, dass man die kriegen kann mit Security-Level, deswegen 2. Ja, und dann ist es eigentlich relativ simpel. Man nimmt seine Teebeutel, bestenfalls Earl Grey, fügt diese Teebeutel in diesen Behältnis ein, verschließt die Dose und hat dann sein Earl Grey sicher gelagert in der Box, in der, wo auch immer man seinen Tee dann lagert. Hier oben drauf hat man auch nochmal drauf. Wir haben dann halt hier Beverages natürlich, die wir wählen wollen hier. Die Replikatorqualität ist dann nochmal auf hoch gesetzt. Also sieht halt erstmal ziemlich sehr schön nach, klickt ihr euch mal hier oben rein, nach Replikator aus. Und sie kann um die 500 Milliliter Fassungsvermögen eine Menge Tee lagern. So, ich würde sagen, schon mal ideal für den Earl Grey Liebhaber. Was man aber natürlich auch braucht, wenn man Earl Grey trinken möchte, ist ja nicht nur eine Aufbewahrungsbox. Man braucht natürlich auch eine Earl Grey Tasse. Tja, auch da sind wir natürlich ausgestattet. Mit einer erstmal üblich verpackten Digital Tasse. Und für alle, die natürlich gerne ihren Tee nicht im Beutel trinken, sondern lieber lose, das ist ja eine Praktikabilität, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, aber klar, geht auch loser Tee rein, aber es wäre jetzt mir schwieriger gefallen, losen Tee da reinzustreuen als Beuteltee und ist ein bisschen einfacher mitten im Beutel. So, hier entdecken wir natürlich wieder das Design wieder, weil es sich einfach bewährt hat, dass es halt großartig ist. Hier haben wir auch Earl Grey, weil jeder Captain möchte natürlich seinen Tee aus seiner eigenen Tasse trinken und man sollte auch wissen, wer es ist. Es gibt da draußen sicherlich auch Kaffeetrinker, die ihren Tee, ihren Kaffee aus dieser Tasse trinken möchten, aber es gibt genug auch Teetrinker und für die ist dies, denke ich mal, die ideale Tasse für ihren morgendlichen Earl Grey oder vielleicht auch, wenn sie heimlich anderen Tee reinmachen wollen, geht das auch. Also für den Captain die Tasse, passend zur Dose. Und ja, ihr könnt dann natürlich gerne in die Tasse auch losen Tee machen, mit einem Tee-Ei oder wie auch immer ihr das möchtet. Aber, ne, Earl Grey, hot, in Dose und in Tasse. Aber das war ja noch nicht alles, was wir zum Earl Grey-Thema haben. Nachdem man seinen Tee getrunken hat, und gerade heutzutage muss man ja die Hygiene einhalten, möchte man natürlich auch, vielleicht davor auch, man muss sich ja auf jeden Fall immer die Hände auch sauber machen. Dementsprechend haben wir nicht nur den Earl Grey Teebehälter in seiner Dose und den Earl Grey Becher. Nein, wir ergänzen das Ganze auch noch mit der Make It Soap. Angelehnt an den Make It Soap. Eine Earl Grey Scented Seife. Ja? Ein kleiner handlicher Block, mit dem ihr euch die Hände waschen könnt. Riecht durchaus sehr lecker. Man riecht den Earl Grey Teil ein bisschen raus, hat natürlich auch als Grundgeruch, aber auch Bergamott mit drin. Und das Schöne an der Seife ist, mal abgesehen davon, dass sie
Wunderbar, thematisch passt und auch hier noch ein paar lustige Gespräche drauf sind. Das ganze Produkt ist nicht an Tieren getestet und es hat auch keine Tierprodukte mit drin. Tatsächlich besteht die Seife aus verschiedenen Zutaten, aber hauptsächlich Shea-Butter, Kakaobutter, Olivenöl, Traubenkernöl und Bergamott ist drin. Also auch für den geneigten etwas, der nicht so sehr eng ein Produkt haben möchte, ist das natürlich ideal. Die Ingredients sind auch ganz wunderbar. Vegetable Soap, the final frontier. There are the voyages of the bar of Soap Enterprise. Its glycerin mission to explore new shea butter worlds, to seek out new life, cocoa butter, olive oil, grapeseed oil and new civilizations to boldly go where no bergamot fragrance has ever gone before. Natürlich gucken wir uns die Seife auch nochmal an, wie sie dann in ihrem ausgepackten Produkt ausgeht. Ich behaupte mal und vermute mal, dass sie relativ einfach nach Seife aussieht, aber lassen wir uns mal überraschen, wie sie am Ende aussieht. Ein Seifenblock. Schön natürlich. Ja, damit kann man sich, glaube ich, gut die Hände waschen. Aber auch hier, die kleinen Details sind es ja, die zählen. Haben wir nochmal das Star Trek-Logo gebrandet. Von daher ist es nicht einfach nur die Verpackung, sondern der Block selbst ist auch entsprechend verpackt. Und ich würde sagen, das ist das rundum sorglos Earl Grey Paket. Wir haben die Tasse, die Box und die Seife. Das heißt, schöne Seife. Also da lässt man sich gut die Hände mit waschen. Man hat ein, ne, man hat hier auch nochmal auf der Seite The bars must be drawn here. Also man hat da sehr, sehr nett verpackt. Perfekte kleine Seifengeschenk für den Star Trek oder Earl Grey Liebhaber oder halt, wo es zusammenkommt, beides natürlich. Wie ist die Meinung? Ist gut? Das würde ich sagen, ist das Earl Grey Sortiment, das wir aktuell haben. Natürlich gibt es auch noch sehr viel mehr zu Star Trek. In verschiedensten Sachen, in verschiedensten Formen, aber hier einfach mal eine kleine Auswahl. Ich möchte gern, dass diese Tasse wunderbar nimmt. Eine kleine Auswahl an den idealen Earl Grey Produkten, an denen man eigentlich nicht vorbeikommt. So.